So, herzlich willkommen schon wieder zum nächsten Video. Diesmal eben Fahrt Richtung Tembain um den Nationalpark herum. Ihr fahrt zum Teil am Anfang, aber ja, so geht der Tag auch um. Okay, dann ab die Post. So, unsere Fahrt geht weiter. Der Tembain, man sieht ihn da ganz hinten im Hintergrund. Das ist das Ziel, 40 Kilometer Piste. Es kommt, glaube ich, noch ein Sandfeld. Und jetzt geht es zuerst mal rechts weg. Ach, ist das schön. Es ist einfach nur schön. Diese Dünen und diese Kamelherde, die heute an uns vorbeigezogen ist, das war fantastisch. Irgendwo im Nirgendwo. So, das kommt davon, wenn man irgendwelchen Spuren nachfolgt. Wir sind da irgendwie mitten im Dünenmeer hängen geblieben. Jetzt müssen wir irgendwie wieder auf die Hauptpiste kommen. Die ist 500 Meter vor uns. So, Versuch macht klug. Guck mal nach dem Weg. Ja, so schnell verfährt man sich. Er ist eine Spur nachgefahren und dann irgendwann, die war zwar frisch, aber es ging dann halt nicht mehr gut weiter, vor allem mit unserem Reifendruck. Ich habe den ein bisschen runtergelassen, nicht ganz sandmäßig, und bin ich jetzt mal durchgekommen. Jetzt müssen wir noch zur Hauptpiste wieder zurück, irgendwie 500 Meter sind aber hier wie 3-4 Kilometer. So langsam sind wir, glaube ich, raus aus der Scheiße. Aber er sucht immer noch die Piste, ich auch. Wir haben sie gekreuzt. Ja, die ging früher hier durch. Oh Mann, 3 Stunden für 10 Kilometer. Jetzt sind wir mal so halbwegs rausgekommen. Die Routen, die stimmen alle nicht mehr. Ich habe jetzt 2 gefunden, aber die sind alle vorbei. Jetzt sind wir am Nationalpark. Tja, hier ist der Nationalpark, der Haag. Vor 3 Jahren war das die Hauptpiste und jetzt ist es vorbei. So, wir versuchen jetzt 5 Kilometer auf diese Teerstraße zu kommen. Weil da runter ist vermutlich auch vorbei, es hat keine frischen Spuren, sonst landen wir wieder in diesem Dünenmeer. War mühsam zum da rauskommen, aber ja, amüsant auch. So, wir sind halbwegs rausgekommen und haben hier diese Franzosen getroffen, der hat ein Problem und jetzt braucht er meine Flex, um eine Schraube besser zu präparieren. Stromversorgung. So, bald haben wir es geschafft auf die Teerstraße. Ich glaube noch 2 Kilometer. Kommen noch ein paar kleine Dünen. Dass wir wieder auf einer Hauptroute sind. Es gibt wieder Verkehr. Ah,
danach immer diese Schwellen. Ne? So, da ist ja richtig was los. Ne? Du kommst aus den Rallyes gar nicht mehr raus, ne? Voll, hey. Wir sind wieder auf der Hauptstraße. Und überbevölkert, he, hier. So, hier hatte ich sogar kurz Internet, wenn auch nicht schnell, um alle Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt, oder einfach einen Kommentar zu schicken. Wir sind jetzt im Parc National. Wir müssen jetzt umfahren, weil diese zwei Pisten, die eingetragen sind, die gibt es nicht. Die haben wir gesucht, unmöglich. Ja, jetzt ein bisschen Umweg gemacht, aber was soll's? Ja, so ist das Leben. Tja, und ihr seht eine Teerstraße beim Nationalpark, mitten in der Wüste, eine Teerstraße, ein kurzes Stück. Und dann geht die Piste wieder los. So, Ausblick. So, seht euch das an. Das ist noch übrig geblieben von der Teerstraße. Immer wieder Dünen. Sieht speziell aus. Mitten durch die Wüste. Eine Teerstraße mit Dünen. Sieht man selten. So, das wird immer besser. Vorher konnte ich 50 fahren, jetzt nur noch 20. Weil doch, ja, ihr seht selber. Ja, gut, habe ich den Reifendruck so immer noch unten, nicht ganz, so auf Mittelstellung. Aber schon speziell. Wie sich das verändert hat. Ist ein bisschen wie bei uns in der Schweiz, rechts und links Schneeberge. Kommt mir recht vor, wie wenn ich durch den Schnee fahre. Einfach damit ihr wisst, da vorne kommt ein Schild, überholen verboten. He? Einfach damit ihr das auch noch wisst, he? Hier darf man nicht überholen, auf keinen Fall, viel zu gefährlich. So, hier bin ich wieder auf der Autobahn, im sechsten Gang mit 50 Stundenkilometer sogar. Da vorne kommt jetzt der Eingang zum Nationalpark, der ist natürlich schon lange zu. Und ich habe gehört, da ist auch Militär, Polizei oder so. Tja, wenn da die Düne nicht wäre, muss man jetzt die Teerstraße umfahren, die Düne. So, also das war's. He? Vor 3 Jahren hat es hier noch Tiere gehabt, es hat immer noch. Das ist der Nationalpark, oder war er? Und wir fahren jetzt, ja, daneben auf den vielen Pisten. Das sieht schön aus da. He? Also diese Piste ist definitiv extrem viel befahren, weil da hat es richtig Waschbrettpiste. Manchmal fährt man im Tiefsand oder im Waschbrett, man hat die Qual der Wahl. Entweder gerüttelt oder man muss ein bisschen mehr PS haben. So, was kommt denn da? He? Ein Gebäude innerhalb vom Nationalpark und eines außerhalb. Zwei Leute da. Und hier geht es richtig steil runter über Felsen. Uiuiui. Da auch wieder so ein Absprung. Schön langsam. Wahnsinn. Ein Traktor im Nationalpark. Da vorne ist er jetzt dann fertig, der Nationalpark. Da ist nochmal eine Hütte. Und dann geht es links rum. So, ganzer Nationalpark umfahren, ich schätze mal 15 bis 20 Kilometer. Ja, ist schon speziell. Da sind wieder Dünen, muss man wieder umfahren. Und mehr als das, da geht es in eine Senke runter und nachher geht es gleich wieder hoch. Ja, ohne Sperren.
ging gut. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Da ist man einfach im Niemandsland und trotzdem viel befahren. Dünen zum Umfahren, aber nicht viele. Ja, der Schluss von Fisch Fisch, da war richtig viel Fisch Fisch. Das ist jetzt gerade noch heilig hier. Nächstes Hindernis ab dritten Gang, aber der war ja richtig PS, das ist gut. Da auch wieder ein bisschen Fisch Fisch. So, wieder Fisch Fisch. Mir reicht es eigentlich jetzt dann für heute. Ich suche jetzt einen Schlafplatz. Das ist meine Aussicht. Wow, die Sonne ist riesig, riesig. Die schmutzige Scheibe. So, noch von draußen. Ciao Sonne. See you later. Bis morgen. So, neuer Tag. Wir haben noch 25 Kilometer bis zum Tembain. Also statt 40 wurden es, glaube ich, keine Ahnung, 60, 70, 80. Ja, auf dieser Piste hat man die Wahl, entweder Fisch, Fisch, da muss man rechts fahren oder dann eben Waschbrettpiste. Mühsam, da fahren so viele durch. Schön, wie das aussieht. Jetzt alles wieder am Nationalpark vorbeigefahren und jetzt geht es da rechts weg. Zwischen die Dünen da. Noch 18 Kilometer bis zum Tembain. Ja, der Reifendruck. Hinten habe ich 2,5 Bar und vorne 3, ein bisschen mehr wie 3, 3,1. Das ist so ein Mittelmaß zwischen Piste und Sand. Das ist ja schon Wahnsinn, wie sich das dahin zieht. Da hinten rechts ist der Tembain. Ja, ich kann sogar im vierten Gang fahren, dank dem Tuning. Ich habe nur 800 Umdrehungen, aber der zieht schon da unten. Also perfekt. Ihr seht, da rechts und links sind Spuren und das ändert sich ja dauernd. Die Dünen, die wandern und dann muss man wieder die neue Spur wählen. Aber die ist jetzt hier vorgegeben. Eine muss mal anfangen und dann läuft sich das alles selber ein, weil das ist so viel befahren hier. Da vorne seht ihr auch den Tembain. Das ist mal das Ziel von heute. Schaut euch das Panorama an. Jetzt verlassen wir da eine kleine Hochebene und dann geht es da ins Dünenmeer. Da hinten ist das Ziel und hier, ja, mal schauen, was uns erwartet. Ein paar Dünen auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, es hat eine Piste. Die Steine sind eklig,
riesig. Aber seht ihr da vorne, da kommt jetzt eine große Düne. Die gilt es zu überwinden. Ich versuche es mal mit dem Reifendruck. Also, lieber so im Sand fahren als mit diesen großen Steinen. Ist mir viel sympathischer. So, und jetzt geht es dann richtig ab zur Sache. Es kommt mir vor wie im Schnee, ehrlich gesagt. Ich bin halt aus der Schweiz, von den Bergen. Da hat es halt viel Schnee. Früher. Also trotz dem hohen Reifendruck, vorne 3, hinten 2,5, geht es relativ gut mit den Sperren halt. Ah, das ist eine Riesenkuppe da. Das ist Wahnsinn. Aber eben, da war eine mal, die war echt 4 Meter hoch. Und das ging da gut, aber da war der Reifendruck viel tiefer. Jetzt geht es wenigstens nicht mehr hoch. Ja, ist gut. Ich kann immer im zweiten fahren, zum Glück. Dann kann ich auch filmen. Damit ihr alle dabei seid, weil das ist jetzt doch interessant. Das nimmt kein Ende, he? Aber alles gut. So, jetzt gibt es dann wieder festen Boden. Da vorne ist ein LKW. Jetzt kommen diese Steine wieder. Tipptopp. Mario, du machst das gut. Ja, echt mühsam. Das ist ein riesige Steine da. Das ist für die Reifen natürlich eine riesen Herausforderung. Für meine Michelin. Jetzt gibt es noch Gegenverkehr, aber man kann da gut ausweichen. Ich gehe da mal rüber. So. Also, das ist eine der größten Herausforderungen. Von der Höhe der Düne zwar nicht, aber von der Länge. Der LKW habe ich passieren lassen. So, jetzt nehme ich euch wieder mit. Ja, jetzt spult er, ich merke es, er dreht durch. Spuren. Da steht das Differential an von irgendjemand. Ich glaube von meinem Partner da vorne. Ja, der Reifendruck merke ich schon. Der ist zu hoch. Also dank den Sperren, ohne Sperren wäre ich hängen geblieben.
war jetzt ein schwieriges Stück. Aber es ist eine Traumwelt hier. Guckt euch links diese Dünen an. Und weiter geht's. Ja, der Tenbain ist nicht zu unterschätzen. Mit meinem alten Wohnmobil unmöglich. Wie gesagt, im zweiten Gang. Ah. Hoher Wellengang, sagt man da, hoher Wellengang. Natürlich sind die Nerven ein bisschen angespannt, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Zumindest geht es nicht mehr hoch und es sieht doch schon wieder besser aus oder schlechter, je nachdem wie man es sieht. Das ist eine Herausforderung, aber ja, es tut einem auch gut. Für den Adrenalinspiegel ist das immer sehr gut. Also das sind noch ein paar kleine, ich stelle jetzt mal wieder ab. So, jetzt kann ich sicher nicht mehr stecken bleiben im Moment. Da vorne der Tenbain, das heutige Ziel mal mehr oder weniger. Vielleicht fahren wir auch noch weiter zum Camp. So, außer dem Geholper ist jetzt alles entspannt. Im zweiten Gang aber, weil das ist Schotter, harter Schotter. Ich muss dann kontrollieren, ob ich keinen Stein zwischen den Reifen habe. Ich schätze nicht, ich habe schön aufgepasst. Sieht aus ein bisschen wie auf dem Mars, obwohl ich da noch nie war. Aber in Marokko gibt es auch so Stellen, wo alles voll Stein ist. Auf der anderen Seite des Atlas ist nur noch Steinwüste. Aber so viel Sand wie hier hat es da nicht. So, Tenbain, wir kommen. Bald haben wir es geschafft. Aber man fragt sich schon, wer fährt schon hier raus? Nur wegen so einem kleinen, unbedeutsamen Berg. Aber so ist der Mensch. Er braucht irgendwelche Ziele, um seine Hobbys zu ernähren. So, wir kommen der Sache immer näher. So nah und doch so fern. Es ist nämlich immer noch, glaube ich, 2-3 Kilometer. Und so sieht es vor dem Tenbain aus. Überall Sandminen. Aber sieht doch schön aus, wie wenn das jemand dahin gemacht hat. Dass die einfach so schön, ja, bergmäßig einfach so dastehen. So, meine zwei Bergziegen gehen schon mal die Gegend erkunden, ob es hier Gemsen hat oder Steinböcke. So, ich habe einen wunderschönen Platz, habe ich leicht festgefahren. Ayla gräbt mich gerade aus. Nein, die legt sich hin. Jetzt guckt euch diese Kulisse an. Herrlich. Dafür stehe ich gerade, ich lasse es gleich so.
So, das war's wieder. Im nächsten Video gibt's ein paar geile Drohnenaufnahmen von Motocross-Fahren und auch von mir natürlich, wie ich da durch die Dünen flitze oder durchkämpfe, wie auch immer. Okay, schön wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal.